Und damit Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal TT Moba Lukas. Und ja, es ist ja lange nichts gekommen, wie ihr vielleicht jetzt auch in dieser neuen Art von Intro gesehen habt, dass ich ein Stativ mir gekauft habe, ein kleines. Allerdings jetzt bin ich hier nicht auf der Anlage, zumindest mit der Kamera, und deswegen kann ich jetzt leider nur das in der Hand halten. Ich versuche es so stabil wie möglich zu halten und ja. Ihr seht es bestimmt auch schon im Titel, ich habe mir mal wieder etwas Neues zugelegt. Und das sind diese drei Personenwagen, eines davon. Gebraucht gekauft, Stückpreis 8 Euro. Ich bin mir leider jetzt nicht ganz sicher, ob das Donnerbüchsen sind, aber ihr habt bestimmt da auch Ahnung. Also schreibt doch mal in die Kommentare, sind das Donnerbüchsen oder haben die nochmal einen anderen Namen? Sie sehen nach Donnerbüchsen aus, zumindest hier die zwei Personenwagen. Hier der Gepäckwagen gefällt mir eigentlich auch ganz gut und ja, so einen ähnlichen habe ich schon, aber ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Wie man vielleicht auch an dem goldenen Adler sieht, ist es von der Deutschen Bundesbahn. Wenn ich was falsch sage, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, die drei habe ich mir gekauft, habe Metallachsen reingemacht und sie laufen. Ich fahre sie wahrscheinlich größtenteils mit der Baureihe 86. So, als nächstes habe ich mir gekauft diesen schönen kleinen Tankwagen von Tillich. Brandneu gekauft und kostet 29,90 hat er gekostet. Und ja, fand ich auch einen ganz schönen Wagen, deswegen habe ich mir den auch mal mitgenommen. Und ja, fährt bei mir in der Garnitur der Tankwagen mit. Und zu guter Letzt habe ich mir noch eine Pico 130 gekauft, der Deutschen Reichsbahn. Und ja, Ludmilla hat mir schon immer mal gefehlt, zumindest so eine neue, ich habe ja nur eine alte gebrauchte. Die fährt ordentlich, fährt hauptsächlich vor meinem Städte-X. Auf jeden Fall läuft sie richtig, richtig schön. Und ja, das sind meine fünf Neuzugänge. Und ich habe die jetzt nur mal aneinander gekuppelt, weil es halt alles neu ist. Und ich würde sagen, das war es auch schon vom Erklärteil her. Jetzt folgen nochmal ein paar kleine Videosequenzen mit den Komplettgarnituren. Und dann würde ich sagen, schreibt auf jeden Fall mal was in die Kommentare. Bleibt bis zum Ende dran, da gibt es dann nämlich nochmal was für euch. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, und zwar habe ich was für euch, weil ich brauche es nicht mehr. Also ich habe es mir mal gekauft, beziehungsweise mal schenken lassen. Und ja, dann leider Gottes sind die Wagen hier zu lang, kommen nicht bei mir durch die Radien, bleiben überall hängen und so. Und ja, genau deswegen möchte ich sie verkaufen. Und ja, vielleicht findet sich auch von euch jemand. Wie gesagt, sind komplett original verpackt, die Autotransportwagen der Deutschen Bahn AG. Und ja, sind eigentlich auch in Top-Zustand. Sie standen dreimal auf der Anlage. Ich kann sie für euch natürlich mal ganz kurz rausholen. Also wie gesagt, komplett original verpackt. Dreimal auf der Anlage gestanden. Hier seht ihr mal ganz kurz, wie sie aussehen. Ihr könnt natürlich gerne euch bei mir melden, falls ihr Interesse habt an diesen zwei Wagen. Ich will jetzt auch keinen Preis sagen. Wie gesagt, wer Interesse hat, meldet sich und kann auch einen Preisvorschlag von mir aus machen. Ja, da würde ich sagen, wie gesagt, sie sind in wirklich eigentlich komplett neuen Zustand. Also ich habe sie, wie gesagt, dreimal auf der Anlage nur stehen gehabt. Größtenteils sind die nicht mal gefahren, aus besagten Gründen. Und ja, genau deswegen würde ich sagen, meldet euch bei mir unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und ja, dann würde ich sagen, gibt es jetzt noch die paar Sequenzen mit den Neuheiten, die ich mir gekauft habe.